Dieser Mann hier hinter mir war 24 Stunden im leisesten Raum der Welt und du wirst mir niemals glauben, was mit ihm schon erst nach 7 Stunden passiert ist. Doch bevor wir mit dem Video anfangen, lass jetzt einen Daumen nach oben da, schreibt was Cooles in die Kommentare, falls ihr eine 50 Euro Amazon Gutscheinkarte gewinnen möchtet und abonniere jetzt meinen Kanal für mehr. Aber jetzt fangen wir direkt mit dem Video an, let's go. Dieser Mann hier hinter mir heißt Josh, er ist 24 Jahre alt und wollte sich eben die Challenge anmuten, 24 Stunden im leisesten Raum der Welt zu sein. Der leiseste Raum der Welt befindet sich in England und ungefähr 7 Wissenschaftler haben jahrelang an diesem Raum gearbeitet, weil er eben der leiseste Ort der Welt sein sollte. Sie haben es einfach geschafft und er ist offiziell der leiseste Raum der Welt, doch das ist nicht so ohne. Denn im leisesten Raum der Welt hörst du einfach alles. Du hörst dein eigenes Blut fließen, du hörst wirklich eine Stecknadel fallen und du hörst vor allem, wie dein Herz stark pocht und das gibt eben Leuten Halluzinationen und sie drehen komplett am Rad. Es gab schon mehrere Leute, die eben nach England, wo sich der Raum befindet, geflogen sind, um eben wirklich nur eine Stunde oder zwei in diesen Raum zu gehen, doch in weniger als 4 Minuten sind sie rausgerannt, weil sie am Rad gedreht haben. Doch Josh wollte es trotzdem versuchen, er ist nämlich ein englischer YouTuber und wollte einfach 24 Stunden in diesem Raum bleiben. Ob er es geschafft hat oder nicht, könnt ihr euch gleich selber beantworten, denn schon nach 2 Stunden hat er einfach sein eigenes Blut fließen hören. Er hat gesagt, dass er sowas noch nie gehört hat und dass sich das irgendwie schon ein bisschen soft anfühlt, aber auch erschreckend ist, weil man eben einfach gar nichts hört, man hört einfach nichts. Das Problem ist, dass er dann ungefähr nach 3,5 Stunden schon die ersten Halluzinationen bekommen hat. Er hat irgendwelche Gestalten gesehen, die es in diesem Raum gar nicht gab. Er hat gesagt, dass irgendjemand mit ihm geredet hat, obwohl er nichts gehört hat. Doch nach 7 Stunden ist das Unvorstellbare passiert und er ist einfach am Rad gedreht. Er hat angefangen eben Gestalten und Dämonen zu sehen und ist daraufhin so eskaliert, dass er einfach einen Kreislaufkollaps bekommen hat, Zusammenhang mit einem Schlaganfall. Er musste sofort ins Krankenhaus gebracht worden und die Ärzte dort konnten ihm aber zum Glück dann weiterhelfen und er hat das Ganze eben ohne Folgen überlebt. Aber so schlimm kann eben diese leise Ruhe auch sein. Like das Video und folgt mir für mehr. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Video.